Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Assassin's Creed Mirage. So, wir sind noch in unserer Ausbildung und müssen ja wahrscheinlich jetzt uns um unseren Adler kümmern. Aber mittlerweile haben wir mal den Todessprung gemeistert. Das war quasi unser Ich muss zu erster Al-Hassan. Todessprung Er in dem erwartet Spiel. mich. So, ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Ich renne einfach mal wild drauf los. Ich glaube, wir nehmen mal ein paar Wurfmesser, die können wir immer brauchen. Na, hier sind wir doch schon. Wie fühlst du dich an diesem verheißungsvollen Du bist Tag? nicht der Typ mit dem Adler. Es ist seltsam, Al-Hassan. Mein Geist ist ruhiger, als ich es erwartet hätte. Ich dachte, ich würde stürmische Wogen in mir tragen. Doch stattdessen Stille. Weil du dich deiner Ausbildung verschrieben und nichts dem Zufall überlassen hast. Hier, Basim, das hast du dir verdient. Es ist eine große Ehre. Ich nehme an, du verstehst das. Roshan und die anderen erwarten mich. Auf bald. Und danke, Al-Hassan. Eingewickeltes Paket. Wow. Wo muss ich denn hin? Oh, sorry, sorry. Wie fühlst du dich? Bereit, den Sprung zu wagen. Ich möchte, dass du weißt, es war mir eine Ehre, dir auf deinem Weg als Novize zuzusehen. Zum Mann. Ich bin dir dankbar dafür, dass du ihn mir aufgezeigt hast. Du ehrst mich. Komm, eine neue Robe wartet. Das hört sich schon mal gut an. Ah, sie steht hier gut. Komm, es ist soweit. Gut, das muss jetzt nicht sein. Wie fühltest du dich an jenem Tag vor so langer Zeit? Ich hatte Angst. Meine Hände waren schweißnass und mir zitterten die Knie. Ich kann mir dich nicht verängstigt vorstellen. Erlaube mir an diesem wichtigen Tag ein Geheimnis mit dir zu teilen. Mut zu haben bedeutet trotz großer Angst handlungsfähig zu bleiben. Machen wir jetzt hier einen Totenkopf oben drüber. Weil ich schon mal gegen sie gekämpft habe, ja, aber warum ist der immer noch da? Ein klassischer Ubisoft-Bug oder bahnt sich da etwas an? Basim ibn Ishaq, bist du bereit, dein Leben hinter dir zu lassen und auf dem Schattenpfad zu wandeln? Das bin ich. Bist du bereit, den aufzugeben, für den du dich immer hieltest? Bereit zu opfern, was dir wichtig war? Das bin ich. Vergiss nie die Grundsätze, die du geschworen hast, zu befolgen. Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Verbirg dich in der Masse. Gefährde niemals die Bruderschaft. Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Und aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück. Du
Bassem Ibn Ishaq, du folgst nun dem Weg des Adlers. Willkommen. Also ich weiß, dass man die den Ring hier abschneidet für die versteckte Klinge. Du bist gestorben. Aber so wie es da gerade aussah, braucht man das gar nicht. Und nun kämpfe mit mir als Gleichgestellter. Mhm. Warum müssen wir jetzt nicht kämpfen? Bist du wieder unaufmerksam? Lässt du dich wieder vom Zorn übermannen? Oh. Du hast mich gut ausgebildet, Roshan. Warum kann ich hier keine Zombies machen? Womit schlage ich als nächstes? Ist dir das aufmerksam genug? Helft mir! Nur! Nur! Bleib liegen. Spar deine Kraft. Er war unvorbereitet, musste Bagdad überstürzt verlassen. Hier, trink. Ali. Er ist fort. Sie haben ihn in der Nacht geholt. Sie? Der Orden. Bringt ihn in mein Zelt. Wenn Ali fort ist, sind wir blind. Der Orden hat Bagdad und seine Schritte in Nebel gehüllt. Wir müssen dorthin. Roshan und Bassem, geht mit Fulad. Brecht sofort auf. So, und dafür gab es eine Trophäe. Nichts ist wirklich wahr. Fängt auch gleich richtig an, ja. Kurz, kleine 10 Minuten ist offiziell das Assassine und schon der erste Tod und Aufbruch und los geht's. Aber es war wirklich so. Damit haben wir den Prolog wahrscheinlich abgeschlossen, also haben wir definitiv. Und das Spiel geht jetzt richtig los. Bassem, wir sollten weiter. Ich würde mich gerne erst umsehen, wenn ich darf. Bagdad und seine Umgebung rufen nach mir. Wie du willst, aber spute dich. Es wird viel zu tun geben, sobald wir in Harbia sind. Halte nach einem vergitterten Hof nahe Sharis Moschee Ausschau. Dort sammelt er nur seine Informationen. Und dort wirst du uns finden. So, Freunde, wir sind wieder zurück in Bagdad. Wohin führt mich mein Herz?
Ubisoft Collector Erfahrung abgeschlossen, cool. Das reicht hier rufen, brauche ich ja nicht, weil es steht vor mir. So, jetzt. Level, ja, ist schon. Galoppieren, Straße folgen, absteigen. Kennt man ja alles. So, wir müssen 600 Meter nach dort. Welche Karte? Ah, wir haben eine Bildkarte. Aber ja, uns hat nichts angezeigt, ne? Schade. Schade. Was ist das hier? Hat auch ein Dude ein Foto gemacht. Achso, Konzeptgrafik. Okay. Ja, gut. Hier, lass uns einfach mal überraschen, Freunde. Ich wusste nicht, dass Kamele so schnell sind. Fähigkeit von ist. Können wahrscheinlich unseren Adler. Das kostet 2 Fähigkeitspunkte. Okay, aber wir wollten auf jeden Fall das hier mal nehmen. Finde ich cool, dass wir gleich, wenn wir die töten, gleich looten. Schreien ihn gern. Und unser kam ja keine Ausdauer mehr. Wow, das ging echt fucking schnell. Gehen Bagdad. Ich finde das Bruderschaftshaus. Ja, das sollten wir gut kriegen. Was? Das ist ein Stall? Das sieht aus wie ein Stall. Kann ich jetzt eigentlich ziehen? Also andere Sachen hier machen? Monturen! Anpassung! Monturen. Das ist halt die einzige, die wir haben, genau. Können wir auch irgendwann mal verbessern. Das sind unsere Waffen, das ist auch klar. Aha. Das ist unser Durch, schon gut. Verkleidungen, okay, haben wir nicht, obwohl ich eigentlich theoretisch welche haben müssen. Jalla, jalla! Weil ich ja ich weiß tatsächlich nicht, wie ich absteiger. Ach, weiß ich nicht. Okay, da, was ist das? Das ist so viele Sachen. Welch vertrauter Anblick. Sei gegrüßt, nee, Bagdad. Zum Zeige mir, was ich vermisst. Stall. Ich grüße dich. Sei willkommen. Waren ansehen. Lass mich deine Waren ansehen. Hier ist, was ich habe. Wow. Okay, Kamele. Wir haben ein Kamel, das habe ich. Da gibt es hier Pferde. Das sieht ganz cool aus. Das auch. Ja, okay. Ja. Ach ja, die Falknerei. Man kennt es von anderen Spielen, ne? Es gibt verschiedene Optiken des Falken. Oh, das war's okay. Also für heute. Ja, ich habe leider kein Geld und du hast auf ein andermal. Gute Reise. Welch vertrauter Anblick. Sei gegrüßt, Bagdad. Zeige mir, was ich vermisst habe. Ich würde gerne mal das hier, dieses Schiff wohl angucken, was das ist. Ich komme nicht mehr dahin. Ist die über mir, unter mir, vorne? Hey. Hinter jemand, was das glänzt. Genau, wir sehen. Irgendwo hier unten, oder? 8 Meter? Ach ja, einsammeln. Schatz geborgen, Rätsel. Okay, Rätsel. Jedes Rätsel enthält eine Karte oder Hinweis. Man kennt's von früher, ne? Die beliebten Rätsel. Dafür müssen wir ins Inventar gehen und finden hier unser Rätsel. Okay, finde, was ich stahl. Das werden wir machen, aber nicht jetzt. Karte. Okay. Ja, dazu kommen wir später, weil dafür werde ich ein extra Video machen. Habe ich damals auch bei Valhalla gemacht. Dass man, wenn man spezifisch ein Rätsel sucht, nur dieses eine Video angucken muss und nicht hier mittendrin. So, wisst ihr, was ich meine? So, ich würde mir jetzt tatsächlich gerne. Das da, da noch nicht. Was leuchtet doch? Was ist das? Interagieren. Codex Akte. Achso. Ah. Oh mein Gott. Das war fast knapp. Das hätte vielleicht nicht. Oh mein Gott, einfach die ganzen normalen Leute beklauen. Oh, babylonischer Schluck. Was? Münzen. Okay. Hier an der Hüfte habe ich von Talals Ausholbewegung. Okay, wir müssen anscheinend. Oh. Ja, nee, das war's.
Vielleicht sollten wir so dabei bleiben, doch Leute zu beklauen. Wenn wir da irgendwelche Gefallenmünzen kriegen. Oh, hier eine fette Truhe. Oh, die schreit nach mir, Freunde. Die schreit nach mir. Was soll ich machen? Ich muss da einfach hin. Ort entdeckt. Okay, Metallfertigung. Bist du dann? Du bist eine Wache? Du bist eine Wache. Ah, oh, hier sind viele Wachen. Okay, 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 okay. Gepanzerte Gegner. Okay, wow. Hier brauche ich einen. Die ist von der anderen Seite verriegelt. Ich würde gerade sagen. Theoretisch, wenn sich der linke nicht umdreht, sollten wir den rechten töten können und dann den. Dass er theoretisch nicht mitkriegt. Oh mein Gott, das Geräusch der versteckten Klinge. Das war schon ein bisschen geil gerade. So. Was sind denn das Weiße für Sachen? Ich weiß es tatsächlich nicht. Da ist ein Gegner, der ist unwichtig. Ui, hier noch ein paar. Viele Gegner. Was soll die trainieren hier, so wie es aussieht? Oh. Hier die Kante hoch, danke. Und in der Theorie sollten wir mit unserem Wurfmesser, was ich ausgerüstet habe, die Tür öffnen können. Dann können wir gleich wieder hier looten, hier runter. Jetzt ist nämlich diese Tür offen, Freunde. Ein neues Schwert. Ich würde sagen, das checken wir doch direkt mal aus, oder? Schaden 50, Verteidigung 50. Wir haben mehr Schaden, aber weniger Verteidigung. Ha. Ja. Ach komm, wir nehmen das mit. Das macht mehr Schaden. Ich habe ja nicht vor, mich treffen zu lassen, ne? Also, sagen wir. Ich habe mich lange genug aufgehalten. Gut, hier unten. Schan und Vlad erwarten mich sicher schon im Bruderschaftshaus. Ja, ja, da gehen wir jetzt hin, da gehen wir jetzt hin. Mach kein Problem, ich muss nur aus diesem Sperrgebiet rauskommen, sonst greifen die mich gleich allein. Und das wollen wir natürlich nicht. So, und pep, und pep. Was ist das schon für ein Symbol? Und oh mein Gott, auch noch ein Rätsel. Auffinden. Finde mit. Sei meine Augen, Guido. Was ist das? Schneiderei. Das ist ein Rätsel. Händler. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Munari. Munari. Okay, ich muss irgendwo nach. Hier ist irgendwie. Da hinten. Da. Da ist irgendwas. Ich weiß, was es ist. Aber Freunde, das ist erstmal, tut das hier alles nichts zur Sache, weil das Wichtigste überhaupt der Aussichtspunkt. Ich liebe diese Dinger, ich finde das einfach jedes Mal immer wieder geil. Das heißt, wir gehen da direkt hin, machen den Aussichtspunkt und dann gucken wir mal, ob wir hier ihm helfen müssen oder so, bei dieser Aufgabe da. So. Das ist ein Töpf. Mal gespannt, wie das wird, so einen schönen Aussichtspunkt zu klettern. Die Schneiderei, die wird mir wahrscheinlich Farben verkaufen, um meine Monturen anzupassen. Weil ich jetzt immer noch sagen muss, dass der die schwarz-rote Montur von dem einen da aus unserem bei der Ausbildung schon. Die war schon geil. Soll ich mich auch sehen, so schwarz-rot. Aber wir schauen mal, was es hier gibt. Ich möchte da nicht rein. Ich möchte da doch rein, meine ich natürlich. Und Tap. Materialverbesserung, ja, ist klar. So zum Schmied und so. Denn das ist ja bekannt. Da mache ich jetzt kein Hehl draus. Und Tap. Und Tap. Und Tap. Zaunfedern. Oh. So, Freunde, wir sind oben und. Das ist einfach immer wieder cool. Weltkarte öffnen. So, jetzt müsste mir theoretisch
Schließe dich. Achso, das ist unsere Hauptquest. Was ist das? Gibt es hier irgendwie Legende oder? Verfolgt das Ziel nicht. Da ist Ziel offenbar. Offenbar 40 Räuber. Aussichtpunkt. Was? Synchronisierter. Ah, bekannter Aufenthaltsort. Ach, hier Ausrüstungstor. Rätselhafte Scherben. Rätsel, verlorenes Buch. Geschichte aus Bagdad. Alter, Kinos. Söldner, Musiker. Was ist denn das hier eigentlich? Was ist denn ein Munadi? Ich weiß es noch nicht. Persönliches Foto, Konzeptfoto, Community-Foto. Abgeschlossene Aktivität. Junge. Freunde, ich hab schon wieder richtig Bock. Ich sag's euch, wie es ist. So. Ich sag's euch, wie es ist. Was war das jetzt nochmal? Ich hab schon wieder vergessen. Was war denn dieser Kreis? Achso, das war so ein Ort, ne? I guess. Das war, glaube ich, so ein Ort. Und der ist einfach weg, oder wie? Ah ne, da sehe ich ihn noch, aber vor mir sehe ich ihn nicht. So, hier ist auch das Bruderschaftshaus. Da wollte ich aber gerade noch nicht hin. Ich will kurz dieses Ding da hinten einsammeln. 8, 4, ist hier oben? Wo ist das? Unten? Über mir? Hier ist noch ein Rätsel. Hier oben nicht. Es ist, ich sehe es nicht, 14 Meter über mir, oder ist das, kann sich töten, ne? Ich sehe es halt nicht. Hier ist so viel Zeug los. Also vorne ist es, glaube ich. Hat irgendwas geleuchtet. Hier ist versperrt von drinnen. Toll. Ich glaube, ich muss in das Haus rein, oder? Das ist wahrscheinlich hier so das Ding fürs Bruderschaftshaus. 35 Meter, warum komme ich da noch hin? Da ist auch was gewesen. Ist auch noch eine Truhe gerade. Auch da drinnen. Normal. Ach, hier komme ich rein. Die nehmen wir mit. Was jetzt? So, dieses Ding ist 18 Meter nach da. 15. Aber ich... Ja, das schimmert was, ne? Ich glaube, ich muss halt wirklich... Ja, ich muss rein, glaube ich. Das müsste jetzt hier unter mir gleich sein. Gut, Freunde. Was soll ich sagen? Ich würde sagen, für dieses Mal war es das. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Wenn wir das Bruderschaftshaus erkunden und da mal gucken, was hier so storytechnisch abgeht. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.